So viele Fragen. Unbeantwortete Fragen. Warum ich? Weshalb ihr mich? Warum du nicht? Das Thema mag ich gar nicht sagen. Erkennt man doch schon an den Fragen. Gemobbt werden immer die, die es am wenigsten verdient haben. Ich weiß nicht, was an mir so schlimm ist. Und was den Schmerz so in mich reinfrisst. Ich liege einfach nur da. Ich sehe eigentlich alles klar, doch was ich nicht sehe, sind die Gründe. Gründe, die das Warum beantworten. Zeilen vor verschlossenen Pforten. Ich weiß nicht, ob's an mir liegt, ob es richtig ist, dass ihr mich besiegt. Ich trau mich nicht mal mehr raus. Ich versteck mich wie eine graue Maus. So langsam komme ich nicht mehr klar. Ist es richtig, dass ich meine Worte spar? Vielleicht soll ich es wagen. Es sagen. Aber das macht alles nur noch schlimmer. Ich kann nicht mehr. Am liebsten würde ich wegfliegen. Die anderen mit ihren eigenen Waffen besiegen und auf einen neuen Weg abbiegen. Was ich brauche, ist jemand zum Reden. Den Wegweiser in ein neues Leben. Damit ich wieder kann. Aber dauernd ruft mich irgendwer an, schreiben, ich sei hässlich und ein Schleimer, überkippen mich mit diesen Worten, Eimer für Eimer. Soll ich mit ihnen reden? Oder ist es einfach besser, aufzugeben? Sie reißen mir das Herz raus und machen sich einen Spaß draus und dann würde ich ihnen am liebsten in die Fresse hauen und ihnen das Selbstbewusstsein klauen. So wie sie bei mir. Doch das kann ich nicht, den Mut hab ich nicht. Das ist das, was uns unterscheidet, was jeder von ihnen leider meidet. Die Menschlichkeit. Ist doch klar, dass jeder Mensch auch mal schreit, aber einen Menschen zu zerstören, so zu tun, als würde man ihn gar nicht hören, wenn er schreit. Das ist einfach nur abartig. Denn später, wenn sie der Verstand eingeholt hat, dann haben sie das Mobben satt, dann merken sie, dass es nicht richtig war, dann denken sie auch wieder klar. Aber ich weiß nicht, soll ich es ihnen sagen, es wagen? Ich weiß doch, dass es stimmt, was ich sag, aber sie machen es trotzdem, jeden Tag. Am liebsten würde ich wegfliegen, die anderen mit ihren eigenen Waffen besiegen. Und auf einen neuen Weg abbiegen. Was ich brauche, ist jemanden zum Reden. Den Wegweiser in ein neues Leben. Aber wen, wenn mich keiner mag? Jeder, der unwahre Sachen über mich sagt, hört mir doch sowieso nicht zu. Wünschen würde ich es keinem, was ich hier durchmache, dieser unaufhaltbare Krach. Würden sie es verstehen, würden sie gehen. Und mich in Ruhe lassen, sich gegenseitig an den Händen fassen und würden kämpfen gegen die Mobbingmassen. Alle würden sie gehen und ich auf beiden Beinen stehen. Die Frage ist nicht, werde ich es wagen, sondern was werden sie dazu sagen? Denn ich werde es wagen, ihnen meine Meinung geigen. Ich werde es euch zeigen, denn ich gebe nicht auf. Ich scheiß darauf.